Prag zählt mit über 1,2 Millionen Einwohnern zu den einwohnerreichsten Städten Europas und zieht gleichzeitig über 5 Millionen ausländische Touristen im Jahr an, davon sehr, sehr viele auch aus Deutschland. Und damit ist Prag auch eine der 10 meistbesuchten Städte Europas. Heutzutage ist Prag die Hauptstadt Tschechiens und früher war es die Hauptstadt von Böhmen. Dadurch gibt es hier sehr, sehr viel Kulturelles und vieles weitere zu sehen. Prag ist auch als goldene Stadt bekannt, da die Sandsteintürme, die überall in der Stadt verteilt stehen, in Sonnenlicht golden funkeln. Sorry. Unter dem Podcast findet ihr wie immer die Links zu den Sehenswürdigkeiten und unsere Buchungsmodule. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr euren Urlaub günstig buchen wollt. Dann werde ich direkt mit den Sehenswürdigkeiten anfangen. Und zwar will ich vorweg sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich zuerst einmal ein paar Stunden Zeit zu nehmen und ziellos durch die Prager Altstadt zu laufen. Es gibt überall Restaurants, Cafés, Geschäfte und schöne Häuser zu entdecken und das auch noch vollkommen kostenlos. Die Karlsbrücke kennen wahrscheinlich schon die allermeisten von euch. Sie gehört zu den ältesten Steinbrücken Europas und führt über die Moldau. Nur für Fußgänger ist die Karlsbrücke inzwischen begehbar. Früher ist hier zum Beispiel auch die Straßenbahn drüber gefahren. Ich bin ein bisschen erkältet. Von hier aus hat man einen tollen Blick auf die Altstadt und auch auf die Prager Burg. Vorbild war die steinerne Brücke in Regensburg, was sich übrigens auch sehr, sehr anbietet für den Städtetrip. Entlang der Brücke an den Rändern stehen mehrere Heiligenfiguren. Jan Nepomuk ist da mit Abstand die bekannteste. An dieser Stelle wurde er angeblich in die Moldau geworfen. So ist es zumindest überliefert. Auf der Karlsbrücke herrscht immer ein reges Treiben. Man sollte auf jeden Fall auf Taschendiebe aufpassen. Es gibt auch viele Künstler, denen man zuhören kann oder von denen man sich malen lassen kann und so weiter und so fort. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Genau. Tipp von mir, auf jeden Fall schon zum Sonnenaufgang vorbeikommen. Da ist hier noch recht wenig los und man kann gleichzeitig den Anblick vom Sonnenaufgang ganz für sich alleine genießen. Hinkommen tut man am besten mit der Metrostation A und zwar, beziehungsweise mit der Metrolinie A und die Station heißt Staromestska. Die Straßenbahnlinien 17 und 18 fahren hier ebenfalls hin. Dann die Prager Burg. Die Prager Burg ist über 1000 Jahre alt und liegt hoch über der Stadt auf dem Berg Hradčín. Es ist die größte altertümliche Burg der Welt und sogar der tschechische Präsident residiert hier. Dadurch ist die Burg noch heute das kulturelle und politische Zentrum Prags und auch Tschechiens. Mit der Zeit wurden immer mehr Gebäude an diesem Komplex gebaut. Man kann also nicht nur von der Prager Burg reden, sondern hier stehen auch noch viele andere Gebäude, wie zum Beispiel auch der Veitsdom, der hier im 14. Jahrhundert hinzugebaut wurde. Viele von euch kennen bestimmt auch den Prager Fenstersturz. Der hat sich nämlich hier ereignet, und zwar im Mai 1618. Hier wurde Ferdinand II., der Statthalter des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, aus dem Fenster geworfen. Und das wiederum war der Auslöser für den Dreißigjährigen Krieg. Im Komplex befindet sich auch das Goldene Gässchen. Hier hat zum Beispiel Franz Kafka gewohnt. Den kennen wahrscheinlich auch viele von euch, zumindest aus dem Deutschunterricht mal irgendwann gehört. Und auch sonst ist die Gasse ein echter Hingucker, da die Häuser sehr klein gebaut wurden. Das liegt daran, dass der damalige Kaiser Rudolf II. 24 Wachleute hatte und jedem Einzelnen ein Haus bauen hat lassen, beziehungsweise wollte, dass jeder ein Haus hat. Und dadurch, dass hier wenig Platz vorhanden war, ist jedes dieser Häuser relativ klein. Heutzutage kann man die verschiedenen Häuser besichtigen, das heißt, es wohnen keine Menschen mehr darin, sondern es stehen verschiedene Ausstellungen aus dem früheren Leben der Menschen für euch bereit. Die Gasse kostet Eintritt, lohnt sich aber auf jeden Fall, wenn man sowieso schon auf der Burg ist, umso mehr. Wie vorhin schon erwähnt, gehört auch der Veitsdom zum Gebäudekomplex. Der kann bestiegen werden und hat eine sehr schöne Fassade und auch ein tolles Innenleben. Der Turm ist 99 Meter hoch und bietet eine der schönsten Aussichten über Prag. Insgesamt haben die Bauarbeiten knapp 600 Jahre angedauert. Die größte Glocke Tschechiens, die Sigismundglocke, befindet sich hier und auch die böhmischen Kronjuwelen und zahlreiche Gräber von böhmischen Kaisern und Königen liegen hier. Wenn man also mal oben ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch mal den Veitsdom von innen zu betrachten oder auch direkt nach oben zu gehen, wenn man von dort oben auch nochmal eine richtig schöne Aussicht hat. Vor allem im Sommer ist der Aufstieg auf die Prager Burg, dadurch, dass sie auf einem Hügel liegt, sehr, sehr anstrengend, mit der Hitze gepaart sowieso. Es ist es aber auf jeden Fall wert, das verspreche ich euch. Rund um die Burg gibt es auch verschiedene Parkanlagen, durch die man nach dem super harten Anstieg, nach dem langen Anstieg super spazieren gehen kann. Wenn man zur Burg gelangen will, dann nimmt man am besten die Straßenbahnlinie 22 und hält dann am Pratzki Hrad. So heißt dann die Station.
Dann will ich den Wenzelsplatz erwähnen. Und zwar ist der 700 Meter lang und damit einer der größten Plätze Europas. Er ist benannt nach dem heiligen Wenzel und einer der bedeutendsten politischen Versammlungsorte, war das Deutsch, für große Demonstrationen, wie zum Beispiel 1968. Aufgrund der Truppen, die wegen dem pa Warschauer Pakt herkamen, haben hier unfassbar viele Leute demonstriert. Und auch 1989 war hier die Samtene Revolution. Und zwar war das die Forderung eines politischen Wandels im Land. Linden stehen auf beiden Seiten, wodurch der Platz eher wie ein Boulevard wirkt als wirklich ein Platz. Dadurch gibt es aber auch sehr, sehr viele Geschäfte, Restaurants, Bars und Hotels. Sprich, hier ist immer was los und es lohnt sich auf jeden Fall hier mal vorbeizugehen, ein bisschen spazieren zu gehen, vielleicht auch was einzukaufen oder was zu essen. Die Metrolinien A und B verkehren hier und zwar an der Station Mustek. Dann der Altstädter Ring und das Altstädter Rathaus. Der Altstädter Ring ist ein sehr großer Platz mit ca. 9000 Quadratmetern. Zu jeder Tageszeit ist was los. Es gibt schöne verzierte Häuser außenrum, unter anderem auch das Altstädter Rathaus mit der astronomischen Uhr. Vielleicht haben da auch schon viele was von gehört. Zu jeder vollen Stunde gibt es hier eine kleine Show, wobei ich finde, dass die wenig spektakulär ist. Die Uhr an sich ist da schon deutlich interessanter, denn es gibt verschiedene Zeiger, zum Beispiel einen für die Sonne und auch für den Mond, die also die einzelnen Kalender auch näher verfolgen. Sonst gibt es um den Altstädter Ring herum noch die Bauwerke Teinkirche, den Palais Golzkinski und andere bedeutende Bauwerke. Allein drüber zu laufen lohnt sich in jedem Fall. Es gibt außerdem auch viele Cafés, Künstler und generell natürlich Leute in großen, großen Massen, vor allem im Sommer. Ist, finde ich, auf jeden Fall mal einen Besuch wert. Dann die Metrostation Staromeska, und zwar ist das die Linie A, die bringt euch hier zum gewünschten Ziel. Dann will ich den alten jüdischen Friedhof erwähnen, und zwar liegt der in der Prager Altstadt und wurde im 15. Jahrhundert angelegt. Bis ins 18. Jahrhundert wurden hier Menschen begraben, und noch heute liegen insgesamt ungefähr 100.000 Menschen hier begraben, und das jedoch nur in 12.000 Gräbern. Also die Dichte an Menschen pro Grab ist sehr, sehr hoch. Das liegt daran, dass man aus Platzmangel früher die Menschen übereinander begraben musste und dadurch auch Hügel entstanden sind und viele Grabsteine stehen mittlerweile schief. Ich habe gelesen, dass im extremsten Fall 12 Menschen übereinander sozusagen gestapelt worden sind. Der Rabbi Löw ist der bekannteste, der hier begraben ist. Eine Legende besagt, dass er den Golem erschaffen hat, von dem wahrscheinlich auch schon viele von euch gehört haben. Von außen ist es relativ schwer, irgendwas vom Friedhof zu sehen, deshalb lohnt sich eine Eintrittskarte umso mehr. Am besten kommt man hier mit der Metrolinie A hin, und zwar ist das die Station Staromeska, wie vorhin auch schon, und dann kann man sich hier ein bisschen umgucken. Dann will ich ganz kurz den Petrinturm erwähnen, und zwar ist das einfach so eine Art Fernsehturm von Prag. Er befindet sich auf dem gleichnamigen Berg Petrin und hat eine 60 Meter hohe Aussichtsplattform und einen sehr schönen Park außenrum. Das heißt, wenn man Prag auch mal wieder von oben anschauen will, dann lohnt es sich auf jeden Fall hier mal vorbeizuschauen. Am besten kommt man hier mit den Straßenbahnlinien 6, 9, 12, 20 und 22 hin. Es gibt eine sehr große Dichte an Straßenbahnlinien, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Und die Station heißt Ujetz, wenn ich das richtig ausspreche. So, dann die John-Lennon-Mauer. Und zwar wurde die, wie man es wahrscheinlich schon denken kann, zu Ehren vom Musiker John Lennon umbenannt. Der war zwar selber nie in Prag, aber er war ein Vorbild für die Jugend damals. Zu Zeiten der Sowjetunion stellten seine freiheitlichen Songs eine Bedrohung für das Regime dar und das haben sehr, sehr viele an ihm bewundert. Gleichzeitig war seine Musik bzw. westliche Musik an sich jedoch verboten. Nachdem er 1980 erschossen wurde, begannen einige Menschen damit, auf die Mauer Zitate von ihm zu schreiben und zu sprayen. Diese wurden zwar wieder übermalt, aber es kamen immer wieder neu hinzu und deswegen kann man auch heute noch viele, viele Zitate von John Lennon und von den Beatles zum Beispiel auch bewundern. Die John-Lennon-Mauer liegt in der Nähe der Karlsbrücke und bietet sich ähnlich wie die Überbleibsel der Berliner Mauer an, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Genau. Dann das Nationaltheater hat eine wunderschöne Fassade. 1868 wurde mit dem Bau begonnen und circa 15 Jahre später wurde der ganze Komplex fertiggestellt. Das Nationaltheater zählt zu den wichtigsten kulturellen Bauwerken Prags. Heute finden sich hier drei Ensembles wieder, und zwar die Oper, das Ballett und das Drama. Wer sich für tschechisches Theater interessiert, der sollte hier definitiv vorbeischauen. Die Straßenbahnstation heißt Národní divadlo und die
Straßenbahnlinien 6, 9, 17, 18, 22, 53, 57, 58 und 59 fahren diese Station an. So, dann bin ich soweit auch mit den Sehenswürdigkeiten fertig. Wie auch schon vorhin erwähnt, am besten ihr macht möglichst viel zu Fuß und so weiter und so fort. Und dann würde ich mit dem Essen, mit der Kulinarik weitermachen. Und zwar findet man in Prag wie in jeder Großstadt immer gutes Essen an jeder Ecke. Grundsätzlich sollte man nicht an Touri-Hotspots essen, um hohe Preise zu vermeiden. Typisches Prager oder tschechisches Essen, also traditionelles Essen, ist vor allem Schweinebraten mit Kraut und Knödeln, also ungefähr so wie in Teilen Bayerns oder in ganz Bayern und auch Österreich teilweise. Die Tschechen trinken, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, pro Kopf am meisten Bier weltweit und Bier findet man hier auch wirklich zur Genüge. Die bekanntesten Marke sind Pilsner Urquell und Budweiser. Oder Budweiser, ich kenne mich da nicht so aus. Aber so ist es. Fleisch wird hier generell sehr, sehr viel konsumiert, aber man kommt als Vegetarier auch zurecht auf jeden Fall. Ein vegetarisches Gericht zum Beispiel ist Smaceni Cier. Und zwar ist das, oder Zier, Zier mit Y, ist das gebackener Käse und der zählt zu den Lieblingsgerichten der Prager. Der wird ähnlich wie eine Schnitzelsemmel mit Brot gegessen und auch oft mit Pommes und Mayo serviert. Also ist im Grunde genommen das Pendant zum deutschen Schnitzel, aber vegetarisch. Ich kann euch folgende Restaurants gesondert nochmal empfehlen. Und zwar einerseits das U-Kroka. Und zwar gibt es hier regionale Küche, auch für Vegetarier und Veganer geeignet. Es gibt sehr, sehr viel Fleisch und gutes Bier und eben wie schon gesagt auch Speisen für Vegetarier und Veganer. In der Nähe der Moldau liegt dieses Restaurant. Man hat eine schöne Aussicht, zumindest an Teilen im Restaurant, auf die Moldau. Ich würde sagen, es liegt im mittleren Preissegment. Reservieren muss man fast, da das Ganze sehr, sehr beliebt ist. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, hier mal vorbeizuschauen, eben auch weil die Preise in Ordnung sind. Das heißt, man zahlt für eine Mahlzeit so 15 Euro ungefähr. Also ist jetzt meine Erfahrung. Ich würde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ein gehobeneres Restaurant wäre das V. Zatisi. Und zwar gibt es hier auch regionale Küche. In sehr, sehr schickem Ambiente, mit extrem guter Küche und tollem Service. Gibt es natürlich im U-Kroka auch, aber hier ist das Ganze nochmal ein bisschen gehobener. Preise sind auch ein bisschen gehobener. Also man zahlt auch gut und gerne 40 bis 50 Euro für einmal essen gehen. Aber das ist es auch wert, wenn man sich das Ganze mal kosten lassen will. Genau. Dann will ich ein paar Worte zum Nachtleben verlieren. Und zwar zuallererst zu Eluze Bar. Das ist eine der coolsten Bars in Prag. Der Betreiber, der Barkeeper, ist ein super netter Kerl und sorgt immer für einen lustigen Abend. Die Drinks sind auch on point. Die Preise sind voll in Ordnung. Also meiner Meinung nach ein absolutes Must-Have. Lege ich euch ans Herz. Dann gibt es, wie auch in vielen anderen Städten, einen Gin and Tonic Club. Vor allem im Sommer ist das sehr cool, da es eine schöne Terrasse gibt. Und für Gin-Liebhaber natürlich eine absolute Empfehlung. Die Preise sind in Ordnung, die Kellner, da sieht man das, die haben wirklich Spaß an der Arbeit. Sehr, sehr bekannt ist auch die Bad Lounge. Und zwar ist das eine der bekanntesten Bars in Prag. Hier gibt es viele Touris, aber auch viele Prominente. Die Getränke werden direkt ans Bett gebracht, was schon ziemlich, ziemlich cool ist. Der bekannteste Club in Prag ist wahrscheinlich das Duplex. Sogar Mick Jagger hat hier seinen 60. Geburtstag gefeiert, ist dementsprechend fürchterlich überlaufen von Zeit zu Zeit, aber wenn man mal fett feiern gehen will, dann lohnt sich das auch. Zum Feiern gehen die meisten Touris in die Altstadt, Einheimische gehen gerne auch in das Vinohradská-Viertel, weil hier weniger Touristen sind und man sehr viele Kneipen und Clubs direkt nebeneinander findet. Genau. Dann zur Anreise. Grundsätzlich beim Flugzeug. Es ist so, dass der Prager Flughafen unter anderem von Frankfurt am Main, von Köln, von München und von Zürich angeflogen wird. Und der Flughafen liegt etwa 15 Kilometer vom Zentrum entfernt. Es gibt eine Buslinie und eine U-Bahn-Linie, die den Flughafen mit dem Zentrum verbinden. Das heißt, das ist sehr zentral. Mit dem Zug kommt man auch wunderbar nach Prag. Und zwar gibt es hier unter anderem Direktverbindungen von Berlin, Hamburg, München, Dresden und Nürnberg. Der Hauptbahnhof liegt sehr zentral neben dem Wendelsplatz und hat auch eine eigene U-Bahn-Station. Mit dem Bus kommt man auch wunderbar nach Prag, ist generell sehr, sehr gut angeschlossen. Es gibt aus vielen deutschen Großstädten eine Direktverbindung, unter anderem aus Berlin, aus München, von Stuttgart aus, von Nürnberg aus, von Frankfurt am Main, Dresden, Hannover, Wien und Mannheim. Das heißt, da sollte man auch relativ leicht was finden und ist natürlich auch wie immer deutlich preiswerter. So, jetzt bin ich auch am Ende meines Monologs angelangt, diesmal mit ein paar Verhaspeln. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung und verkraftbar. Ich hoffe schon. Genau. So, unter dem Podcast findet ihr jetzt nochmal die wichtigsten Sehenswürdigkeiten verlinkt und könnt auch eure Unterkunft, also euer Hotel direkt über uns buchen oder auch Flug plus Hotel über uns, Flug alleine oder einen Mietwagen, wenn ihr einen haben wollt.
Genau. Und dann wünsche ich euch schon mal ganz, ganz viel Spaß in Prag. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Viele wahrscheinlich auch für einen Partyurlaub. Ich hoffe, ihr habt da ein paar Tipps mitnehmen können. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wie auch immer. Und dann liebe Grüße, euer Urlaubsliebhaber.